So, Alter, also kommt in Folge 4. Oh Gott, scheiß die Wand an. Fuck, Mann. Leute. Ja gut. Ihr könnt uns gar nichts, ihr Wichser! Die machen die Hauswand kaputt, ne? Was? Die Hauswand. Hallo? Wer hat die Tür aufgemacht? Der hat nicht geklopft, Mann, du kannst ihn doch einfach vor der Tür warten lassen, wenn der klopft. Guck, da klopft doch schon wieder einer. Ja, das, weißt du, wie viele da draußen sind? Ich renn mal weg. Ich kann die Tür nicht reparieren. Da klopfen so. Ja, du brauchst, weil Eisen. Die aus Metall ist. Ich ja, kann Eisen. Die. Ich kann die reparieren, keine Sorge. Dann guck, die machen alles kaputt. Okay, Leute, das ist halt aus dem Haus raus. Ich würde sagen, wir nehmen den Hinterausgang, oder? Ja, hab ich auch gerade gemacht, aber pass auf. Ich nehm noch den Stuhl mit. Boah, du Hure, ey. Manuel geht einfach. Komm, wir schleichen uns langsam davon. Ja, die sind noch beschäftigt mit der Tür. Ja, pass auf, wo seid ihr? Ich bin hier hinten. Ja, da hinten ist ein Buchladen. Ja. Park, mein Schlafsack liegt schon wieder im Haus. Da bist du, oder was? Warte, mach dir einfach einen neuen Job einfach auf die... Komm jetzt, Mann! Wo ist eigentlich Kittles? Wo ist denn der? Ja, der holt noch seine Sachen, stimmt, oder? Ey, der ist neu gespawnt. Ich bin Gillis und hab keinen Schlafsack gemacht. Aber alles dabei. Der hat die Quest noch nicht gemacht. Okay. Willst du mich verarschen, Gillis? Weißt du, welche? Ich hab die Schmiede, ich hab den Schrauben, aber noch keinen Schlafsack. Aber ich hatte den im Haus. Und dann sagt ihr die alle, ah, oh, komm, wir wollen den Schlafsack. Die rennen immer noch ums Haus rum, ne? Die wollen immer noch ins Haus, die Wichser. Ja, dann... Oh, die kommen rausgerannt! Oh, da rennt was. Gegangen. Langsam zurück, ne? Wie langsam zurück? Die rennen nämlich wieder zum Haus. Die haben uns doch nicht entdeckt. Sicher nicht. Was ist da für ein Haus? Junge, wie bekloppt die an dem Haus rumrennen? Da hinten sind auch welche. Am Buchladen. Ja, okay, wir gehen irgendwo in die Landschaft oder so. Geil, du wieder Schlafsack. Okay. Wir gehen jetzt so Richtung Gillis aufschließen. Außenrum. Wer joint denn jetzt hier wieder rein? Max. Mitten in der Aufnahme. Junge. Er ist auch gemutet. Okay. Max, ruhig. Nichts zu sagen. Hat sie nicht. Ich habe die Gamma aber hochgestellt, also ich sehe schon einigermaßen, was da liegt jetzt. Ja, ich auch. Aber trotzdem. Patrick, mach das Licht aus. Okay, ich lasse es lieber nicht, dass wieder ein Seebär kommt. Ja, nicht, dass ein Seebär kommt. Okay. Ich glaube, das wird der ganze Gag an dem Scheißspiel. Er wird sich verfickte Taschen ab. Okay, das ist tot. Gillis ist gestorben. Na, Gillis, wie fühlt sich's an? Hm? Aber das haben wir sind ein bisschen schnell. Die sind echt übel schnell, ey. Wo wollen wir jetzt überhaupt hin? Ja, es ist... Ich weiß, wo eine Hütte ist hier in den... Oder, weiß ich nicht. Die verloren ihr Haus. Verloren ihren Kameraden. Und dann haben sie ihn denselben nochmal verloren. Ja, einer stirbt halt immer. Was hätten jetzt? Sie haben Gillis getötet, die Schweine! Komm, wir fangen hier an, eine Hütte zu bauen. Hier oben. Ich hab 19... Ich hab ein paar Holzrahmen dabei, als wenn ihr wollt. Holzrahmen dabei. Warte, ich kann den, dann, ich hab Holz dabei ganz viel, dann setzt du die Rahmen, aber, weiß ja, vielleicht nicht hier in dem unebenen Fleck, oder? Ja, halt echt nichts, ne? Hier haben wir noch, hier erstmal ein Holz, erstmal ein bisschen Holz. Ein bisschen Holzfeld. Ja, der Tag ist ja auch bald wieder vorbei. Du meinst die Nacht? Ah ja, mein ich, ja. Ja, Tag ist bald wieder vorbei. Wo ist jetzt Gillis, Mann? Ich mach grad Sorgen um den, der stirbt so vor sich hin. Bist du im Haus? Hammer, Junge. Das Schlimme ist, der sieht jetzt seinen Rucksack nicht mehr. Du bist auch nicht gespawnt, bin Gillis, ne? Aber wir können uns auch treffen, ich muss eh zu dem Supermarkt, also zu dem Händler. Trader, ja, da müssen wir auch hin. Da müssen wir am Buchladen vorbei. Trader. Laufen wir hier durch den Wald. Das können wir natürlich machen. Oh, wenn ich nicht mal irgendwie Hütte oder so? Ich meine, Gillis, der ist selbst dran schuld, weil ich meine. Ja, der Punkt ist, der sieht jetzt halt seinen Rucksack nicht mehr, ne? Weil er jetzt halt nochmal gestorben ist. Ja, er war ja nur eine Schmiede. Denkst du, der dauert so krass lang? Den zu finden? Den, also nee, wegen Despawn und so. Ich weiß nicht, wie das mit dem Despawn ist. Ich will sagen, nur den Baum hier fällen, mehr will ich gar nicht. Voll viele Sachen dabei, ich würde gerne mal irgendwie eine Hütte, eine Feste. Ja, ich auch, irgendwas, wo man sagen kann, wo man reinkommt und sagt, hier fühle ich mich sicher. Und dann der Rest nach Nasenfüßen. Alter. Ja. So, okay, ja, wollen wir Richtung Trader laufen, der hat jetzt aber zu, der macht's nicht auf. Ja, das ist halt echt blöd. Auch schon mal so ein bisschen. Ich hab immer noch den Vorschlag, dass wir irgendwo eine Hütte bauen. Ja, ich auch, aber wo? Ist die Frage. Wie wär's mit dem Haus am See? Wo? Haus am See? Das ist ein kleiner Fluss. Also Gillis ist. Wo ist denn Gillis? Ach, auf der anderen Seite. Da wo ich gespawnt bin. Ja, wollen wir Richtung seine Richtung laufen, oder was? Boah. Halt, es geht. Lass mal einfach hier über die Berge laufen.
Da waren halt auch so viele Zombies. Ja, wenn wir einen guten Platz finden, wird ja auch irgendwo eine Hütte bauen. Ich weiß halt nicht, was ein guter Platz ist, um eine Hütte zu bauen. Eigentlich ist überall einfach nur eine Hütte. Ja, das stimmt. Aber die haben halt trotzdem irgendwie alles weggerissen. Ich weiß nicht, wie man das überleben soll. Ja, GG, ne? Da ist einer, ne, Jungs? Wo? Knüppel. Oh, ich sehe halt... Oh, ich... Junge, komm her, Junge. Ich hab hier den Riesenknüppel. Den nicht, aber der liegt auf dem Boden. Ich knüppel auch. Gib ihm. Das Haus halt. Steht auf. Down. Pass auf, dass der euch nicht treffen, ne? Down, der ist down. Ist down. Patronenhülsen. Was denn? Und Kerzen halt aus Messing. Da liegt doch der Penner. Junge, aber zum Glück zucken die so ein bisschen zurück, wenn man den ins Gesicht schlägt, ey. Ja. Was eigentlich mit unserem Haus? Ist das jetzt eingenommen worden hier? Willst du mal hingehen, gucken oder was? Ja, komm. Also ich place mal meinen Schlafsack für den schlimmsten Fall. Ja, mir ist egal, also wir können. Komm, wir nehmen den Typ einfach als Skillsersatz jetzt so weg. Ach, den Toten hier. Also. Ja. Jetzt müssen wir über die Berge laufen, wenn wir das schon finden. Ein Karton. Karton aufheben. Das war schon. Das finde ich immer das Schwierigste auch in Minecraft, die perfekte Location zu finden. Boah, ist hier oben ist oder? Doch geil. Hier oben. Hier bauen wir. Genau hier. Ja, können wir. Zwei breit, zwei lang. Ja, bist du zu viel, das passt. Jeder kriegt ein Quadrat mehr. Wenn ich überlege, wir könnten das hier oben als Aussichtsturm sozusagen machen, unten drunter halt. Da unten, warte mal, das... Ach, wir könnten ja uns reingraben, oder? Oder? Ja, das auch, stimmt, aber auch. Das wäre eigentlich ziemlich cool, dann so ein Aussichtsturm. Das könnte man halt, Und dann kannst du ja immer vergrößern, ne? Dann kannst du ja hier runter bauen, da guck unten mal her. Ist ja hier ist doch zum Beispiel eine Fläche. Hier, ja. Hier könnte man auch was bauen. Wir könnten ja theoretisch... Hier ist vielleicht Aua, nicht so eben, aber... Bein gebrochen. Ja, wollen wir hier mal anfangen. Hier geht's aber ziemlich weit runter, ne? Ja, mein Bein ist gebrochen und meine Athletik geht auf 8. Geil. Aber dafür stehst du noch ganz gut da, ne? Ja, war immer eine gute Figur, Patrick. Ja, Leute, wollen wir jetzt hier was bauen? Ja, nein, vielleicht. Ich fände das ziemlich cool, ne? Ich ja, schon, ja, ich schon. Und es wäre mal was Neues. Also so mal keine Standardhütte, sondern so ein... Einfach mal mehr so Minenarbeiter, also... Auch, ja. Auch, dass man so ein bisschen tief graben kann. Das habe ich in dem Spiel noch gar nicht so explizit gemacht. Das Standardhaus ist immer ein Viereck. Und ja, dann irgendwie ein Graben drumherum wahrscheinlich. Und das Standardhaus ist weg, ne? Das ja, deswegen und... Komm mal mit, ich mache einfach meine Fläche. Dreck können sie nicht kaputt machen, ne? Leute. Wo seid ihr? Doch, ich glaube, Dreck könnt ihr auch kaputt machen. Ich geh wir können Spanne. Ja, ich habe auch noch 23 Dinge. Okay, du hast wahrscheinlich genug. Die Zombies kommen überall durch. Ja, das ist scheiße. Aber durch die Erde ist schwieriger. Na, ist egal. Kommen sie kommen überall durch. Hast du noch welche oder soll ich auch gleich? Ich habe noch ein paar. Auch Licht. Und da sterbe ich was vom Ziel. So, jetzt hier. Das wird ganz halt nicht direkt. Es ist halt sowieso nicht so perfekt eben das Standardhaus, aber egal. Wir können ja auch so hochbauen, du kannst ja auch so eine. Direkt so einmal verbessern. Mehr Etagen und so. Ich bin jetzt schon von der Grundform fasziniert, gell? Junge, Edel. Und Stern. Halt oder? Die Fresse, ich werde genau wieder am. Wo ist jetzt gespawnt? Genau an der gelöschten Scherbe. Schon wieder da hinten. Von mich doch hey Kind, warum hast du den Schlafsack gemacht und sozusagen den einfach geplaced, während du, wenn du stirbst? Dann kannst du von da aus weiter. Die Tactics. Vielleicht wäre ich, ja. Ja wollen wir irgendwie noch hochbauen oder ja, machen ja, wir das dann extra mit so einer Treppe oder so? Ich würde noch ein bisschen weiter zur Seite bauen, ein bisschen breiter, also das dann wegschippen und so. Ach Leute, ja, weil das geht ja jetzt so hoch, aber... Ja, wir können ja wegschippen. Ah, okay. Brauchen wir dafür eine Schippe wahrscheinlich? Nee, okay, besser. Dauert ein bisschen lange. Du kannst ja eine Steinschippe machen. Auf, ja. Du kannst auch jetzt wieder Stein direkt auf den Boden schlagen, das geht auch. Was kostet das eine ist eine Hütte. Siehst du das eigentlich? Das sieht richtig verwahrlost aus. Jetzt lieber die unten, die zerrissene Hütte genommen. Du bist erstmal leise. Wie der mit der Schaufel arbeitet. Das sieht richtig blöd aus. Hast du eine Schaufel oder was? Ja. Aber eine Steinschaufel, die kann sich jeder machen. Also an die Arbeit. Stimmt. Ja, ich brauche aber Stein. Da ist doch jemand gestorben. Ich hatte keinen Bock, so weit zu laufen. Ja Jungs, das geht ans Graben! Gib mir mal Stein. Oh, Steinschaufel okay, sogar Qualität 15. Das wird glaube ich der nächste Tag.
Steine. Da. Jetzt kriegen wir immerhin Dreck ins Inventar. Ja, ich hab jetzt eine Schmiede, gell? Boah. Das wäre schon geil. Oh, das Spiel wird noch vierter, Mann. Was denn jetzt wieder? Bist du wieder dort, oder was? Ja, Alter, ihr seid so nah an meinem Loot, ne? Aber ihr habt keinen Bock, euch 2 Meter zu bewegen, um was zu holen. Ja, das wollen wir am Tag vielleicht mal machen. Ich hab Angst. Doch, da bestimmt noch. Ich hab mich auf einen Strauch geschnitten. Denkt ihr mal gut an. Ich hab bestimmt einen Kaktus. Ja. Keine Ahnung, das ist dunkel. Ich hol jetzt Gilles Sachen, ich pack jetzt hier eine Kiste voll. Okay, dann genau, dann ja, stimmt, das könnte man auch machen. Also ich wollte eigentlich meinen Death-Count auf 0 halten, aber Guinness. Da, wenn ich dich jetzt finde, ich werde schon verprügeln. Der killt aber da, musst du nicht gleich schlafen gehen. Nein, Alter, mir ist es heute egal. So. Mein Schlafsack hier irgendwo hin, ne? Leg den einfach demonstrativ vor die Hütte. Taschenlampe nehme ich auch mit. Ja, das ist der beste Schlafsack. Nein, alles in der Erde, behalten. Nur die Füße gucken raus. Und ich nehme den Bogen mit. Das ist sicher. Das hält dich warm, der Dreck. Ja, ich bin noch mehr. Ich habe sowieso ein gebrochenes Bein, Jungs. Ist egal. Stimmt ja dein gebrochenes Bein? Und der rennt dann da. Ja, broken leg. Ja, du hast ja einen Schlafsack. When your legs place, don't oder? Work like they used to before. So einfach zusammenklappe. Klabuster die Kacke hier. When your legs don't work like they used to before. Ich muss euch ja was sagen, Leute, also langsam wird's was hier. Langsam kriegt es hier eine Form. Echt so? So ein bisschen. Marcel Davis. 1-1. Junge, aber die Zombies, die sind ein bisschen an den Dingen hängen geblieben, ne? An den Spikes. Ja, die sind alle blutig. Ja, das, ich weiß nicht, oh Gott, das ist ein Baum. Ja, da sind sogar... Was der sagt, Mann? Das sind tote Zombies an den Spikes. Das kann ja sein. Wie willst du hier dann so... Okay. War die so aggro auf das Haus, Mann, dass sie... Nee. Das erklärt, wie die abgegangen sind. Ja, aber da war doch gar keiner mehr drin, Mann. Keine Ahnung, vielleicht sind die nicht so weit mit dem Denken. Wer weiß. Ich war nicht hyperaktiv oder so. Geht das Problem, ich weiß gar nicht, wo deine Sachen liegen, ne? Irgendwo bei der Ranch. Oh. Da brennt irgendwas hinten. Wie, da brennt was? Wo brennt was? Null, da brennt was. Warum brennt denn da was? War das das Schwein noch? Als ob. Ich glaube, da war immer noch dieses brennende Schwein, ne? Bist du schon weggerannt von der Ranch, Gilles, oder, wir können es auch ignorieren, ja? Ich meine, ich hab dagegen nichts, ja? Warte, du baust mir da auf dem Holzfell, ne? Grad. Was machst du denn da oben? Ich will so einen Turm bauen. Ah, okay. Aber der sieht nicht ganz so aus wie ein Turm. Ja, das hätte ich auch schon jetzt beinahe erraten können. Lass mich gehen, ist der so deprimiert, oder? Nein, der ist gleich da, deswegen. Achso. Wenn er dass ich seine Sachen vor ihm finde. Achso. Gesundheit. Danke. Ich bin echt mal schon, ob wir am Ende noch gegeneinander oder irgendwie miteinander spielen. Das ist auch so eine Frage. Warum? Erstmal will ich eine Nacht überleben. Also, wir haben die Nacht gerade überlebt, warte. Ja, aber... Also, ob du gestorben bist? Wenn diese angreifen, würde ich gerne mal mein Haus noch behalten dann. Ja, das stimmt. Ja, dann müssen wir zementen, Leute. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Alter. Was denn? Ah, ficken! Jetzt ist er gleich tot, Achtung. Mann, ey. Mann, aber das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Guck mal hier mit so einem... Was brauchst du denn da oben? Ja, guck hier, du musst halt hier reinkommen. Nein, ich hab meine Klamotten ja noch an! Dann... Fuck. Alter, Junge, das ist ein geiler Turm. Nee, ehrlich, gefällt mir. Ich war schon immer künstlerisch begeistert. Ja, dann musst du dir mal vorstellen, das sieht ja jetzt noch nicht fertig aus. Doch, das sieht fertig aus. Dann kommst du mit der Leiter hier hoch. Im ersten Ausblick, ne? Ja, ich bin mal gespannt. Du musst jetzt mal ein großes vorstellen. Der Ausblick ist schon Wahnsinn, ne? Also wir können in alle Richtungen gucken von dem Berg hier. Echt so, du kannst auch schnell selbst gehen. Ja, stimmt. Wo Manuel jetzt das Huhn mal eben sehen müssen, Alter, das hat sich ganz im Kreis gedreht. Also ist im Kreis gerannt. Ja, ja, die Tiere, die gehen auch manchmal richtig ab. Ich würde sagen, wir müssen einfach mal gucken, dass wir hier mal langsam eine Basis kriegen und dann gehen wir mal die Gegend erkunden. Auf geht's, komm, wo bist du gestorben? Was? Deine Sachen holen. Ja. Wo läufst du hin? Wo sind meine Sachen? Komm mit. Wo bist du da, ja?
Hier unten bei dem Auto. Unten auf der Straße. 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 Ja. Ja. Komm. Ich grab einfach ein bisschen Dreck, ne? Holz. Ah, bist du schon da? Nein. Das ist schon ein bisschen nervig, ich verstehe. Wie hoch kann man eigentlich hier bauen? Das weiß ich auch nicht. Gut ist halt, wenn du halt, wenn unten so ein Fundament weggerobbt wird, reißt halt alles ein, ne? Ja gut, aber ja, das nicht so soll ja nicht, hochzubauen. Ja, aber das soll ja nicht dazu da sein. Das ist ja nur ein Ausguck, ne? Ja, eigentlich schon. Ich kann jetzt schon genug ausgucken eigentlich. Ah, da liegt man ja hoch, eigentlich oder? Schon. Ich könnte auch hier einfach eine große Plattform machen, so. Ja, das können wir auch machen. Blutige Anfänger. Am besten so, dass wir aus allen Richtungen runterschießen können oder so, notfalls. Ja, weißt du, dann mach ich hier so jetzt so. Jetzt mache ich eine Fläche, also eine Leiter hoch und dann... So, Detective is back on the road. Ja, wollen wir vielleicht jetzt mal bei der Ranch vorbeigucken? Ich pack mal ein bisschen was... Dann machen wir, ja. Dario, du hättest die Truhe noch öffnen müssen, die ist noch verschlossen. Nein, ich baue eine zweite. Oh, sorry. Aber da liegen hier nur meine Sachen drin. Hast du deine Sachen, Gilles? Ja. Yep. Wir können ja noch... Es Farmer, er ist geboren auf dem Land und der Kühe. Holzklappe. Wollen wir hier mal ein bisschen durchgucken, Gilles? Ja, ich komm auch mal. So, ja. Guten Tag, der Herr. Ja, ich komm auch. Wir wollen nur ihr Land rauben. Und eure Familie versklaven. Oh, der hat sogar noch Bartmann. Ich hab gesehen, wie ein Fall daneben gegangen ist. Ist das edel. Wie ein Schießstand. Ja. So. Ich komm jetzt mal runtergerannt. Ich komm hier nicht hoch. Okay, doch. Oh, ein bisschen aufpassen, dran. Ist ein bisschen gefährlich. Hier runterspringen? Hier verschiedene Dinge. Ich glaube, wir müssen uns mal brennende Pfeile machen. Es gibt ja, wie gesagt, verschiedene Munitionsarten. Da kann man bestimmt ein bisschen was Lustiges zusammenbasteln. Und du hast die auch nicht geöffnet, ne, die Kiste. Tut mir leid. Da muss man auch eine bauen. Mach ich noch eine Kiste. Alter. Die Zombies sind eigentlich immer noch an dem Haus. Aber man kann Heuballen aufheben. Was macht man denn mit Heuballen? Ich glaube, die bringen gar nichts. Wie heißen die? Truhe? Ja, da ja. Aufbewahrungstruhe heißen die, glaube ich. Das ist meine Kiste hier. Ich hab einen Zombie gehört. Ich öffne die. Wo ist er denn hier? Da vorne ist er... Wo liegt denn hier ein Schlafsack? Schlafsack gehört Blindkiller. Aha. Habt ihr irgendwas Interessantes gefunden in der... So, an das ist noch nicht... Boah, das ist ein Zombie. So, Verdammt, weite Munition. Wasser. Ein Traktor. Kommt jetzt auch. Monster Truck. Hier sind übelst die Zombies, ne? Ich laufe mal zu dem komischen... Hundefutter. Oder wo seid ihr hin? Wo seid ihr hin? Ja, auch da, wo wir, also wo Gilles gestorben ist. Ah, okay. Ich auch. Boah. Aber das hat echt Potenzial, glaube ich. Das könnte echt schön werden hier oben. Ich habe ein bisschen Munition gefunden, jawohl. Recht sicher. So, jetzt geht's ab. Seid ihr dick nachgeladen und gleich geht's ab. Seid ihr in der... Wie komm ich in die Scheißleiter da hoch, Mann? Ach, guck mal, da vorne zerlegt er schon das Auto. Da ist er wieder. Hey, hier sind ja voll viele Zombies. Wo bist du? Vorne an unserem Haus, oder was? Am ehemaligen. Oh. War der schon im Haus drin? Nee. Oder nur in der Scheune? Also doch, Gilles war, glaube ich, schon im Haus drin. Nee, war er nicht. Moment, dann nur kurz. Weil hier ist noch... eine kleine Barrikade. Ich glaube, ich muss mal kurz angucken, was in der Küche drin ist. Küche, Nahrung! So, Batterie für Autos. Ja, eine Autobahn, eine Bleibatterie, die ist zum Beispiel ziemlich nützlich. Da kann man Flakscheinwerfer mitmachen und eben die Vehikel. Auto und Kochtopf. Ich habe 45 Schuss gefunden, ne? Für? 9 mm. Oh, das ist ziemlich gut für uns. Oder? Die Pistolen. 9 mm für die Pistolen. Ja, genau. Ey, ich hab dich doch vorhin gefragt, dass du gemeint... Das waren 10 mm, was du gesagt hast. Ah, okay. Oder warte, waren das jetzt auch 10? Wohin lauft ihr denn? Nein, 9 mm, okay, ja. Wir sind davon an der Farm, da wo wir gestern Nacht auch versucht hatten hinzugehen. Und wer hat die Waffe? Ja, ja. Gilles und ich haben beide. Ja, ich will noch an dem Tag, ich will heute noch zu dieser Quest da, also am Tag. Ja, das da läuft doch einer. Da läuft er. Oh, mal kurz gucken, was im Klo so ist. Trübes Wasser kann man mitnehmen.
Ich würde sagen, wir spielen den Tag noch zu Ende und dann verabschieden wir uns. Also. Würde ich verabschieden. Ja, du meinst, dann... er meint die Session. Ich meine, naja, nächste Folge ist vielleicht die Session. Die nächste Runde ist nächste Folge ist bald wieder rum. Ein paar Minütchen. Ja, hast du dir einen Timer oder so gestellt, dass du das siehst? Ah, okay. Hey, legt ihr hier Sachen auseinander? Ist das ein... Ja, ja, ich klopp hier gerade im Haus rum. Okay. Nice. Eine Leiche. Was? Was ist hier passiert? Nee! Mit der Axt oder was? Mit der Axt muss ich jetzt abbauen, oder? Was hast du denn gemacht? Was ist denn los? Ich hab Hirsch oh mein erlebt. Gott, ey! Was hast du? Der Hirsch steht erlebt. Auf dem Balkon und paddelt dem ganzen auf dem Arsch, Mann! Ja, der killt den! Ja, der hat ihn getötet, aber das sah so behindert aus. Ich sehe etwas dabei, das stinkt. Ja. Cool, drei Wildbretts. Wildbrett, ja. Und Tierhaut. Jetzt muss ich gleich brutzeln, oder? Das wäre nicht schlecht, ja. Ich mach schnell ein Lagerfeuer. Ah, dafür braucht man dafür Wasser oder so? Für was denn? Für, ja, um ein Ding zu machen. Also um so ein Feuer, um das zu braten. Ne, oder? Nur Feuer. Boah, Junge, Pater. Es geht so. Verkohlt, mit Wasser kannst du es kochen. Kochen ist viel besser. Warte, willst du mit? Ah ne, warte, du kein stehst. Wasser, das ist natürlich kacke. So, jetzt geben wir mal Vollgas. Ja, und wenn ich es nicht mit Wasser koche? Dann kannst du nicht verkohlt, sondern nur gegrillt ist. Das bringt weniger als mit der Flasche. Das ist aber besser als nichts. Das ist auch wieder wahr. Ist das ein Lagerfeuer? So, was brauche ich jetzt? Ich brauche Pflanzenfasern und Holz. Ich will gleich mal eine bessere Axt machen. Das habe ich jetzt mal ein bisschen geskillt. Also wenn ihr wollt, ich kann euch die Äxte machen. Meine Äxte haben jetzt... Die Eisenäxte oder was? Ja, generell. Ich habe jetzt eine Axtqualität von 179. Nice. War das schon was ist, angenehm. Was wird das? Das wird doch gekochtes Fleisch. Gekocht ist mit Wasser. Gegrillt ist es mit... Verkohltes Wildbret. Wildbret. Was ist denn da hin? Nur verkohltes. Ach, das bist du. Wo sind die anderen zwei? Auch hier in der Umgebung. Da hinten kommt doch... Ein Holz dabei? Echt kein Holz? Das will mir gerade eine Axt bauen, also so eine Ding halt. Was denn für eine Axt? Ja, so eine Steinkack-Ding da. Oder du machst bestimmt eine, aber Stein ist eh besser. Kann ich machen, ja. Ja, machen wir die schnell. Kannst du... Ah ne, ich kann auch, oder? Hier kriegst du mal eine. Oh fuck! Okay. Ja, okay. Weil ich hab nämlich übelst viel Essen gerade gefunden. Große Hundefutter. Große Hundefutter ist gut. Funktioniert das nicht? Warte, komm mal mit. Was ist die Frage? Ich bin da hinten zu dem Haus. Muss ich denn das Fleisch reintun? Ja, du brauchst Fleisch und Wasser einfach in deinem Inventar. Und das Feuer sollte an sein. Und du brauchst einen Topf, oder? Ohne Topf geht das doch gar nicht. Stimmt, ein Topf brauchst du noch im Ding. Warte kurz, ich hab einen dabei, ich pack dir einen rein. Warte mal kurz, Dario. Wo ist eigentlich Skills? Schon mal ran. Skills, was machst du? Skills gerade zu Hause? Also, was heißt zu Hause? Zu Hause im Glück. Sehr gut. Ja, da sind Zombies drin. Ich komm da mal vorbei, ja, Moment. Also ich pack dir jetzt einen Kochtopf rein, warte. So. Das ist klar. Ich hab einen Kochtopf weggeschmissen, Moment. Ein ganz kleiner Kochtopf ist das. so kleiner als das Lagerfeuer. Also hinten bei dem Haus bist du, oder was? Ja, komm her, helf mir mal ein bisschen. Jetzt funktioniert das. Müsste. Wenn du eine Flasche Wasser dabei hast und Nee, ich kann doch auch einfach nur gebratenes machen. Hier ja, gekochtes gekocht Fleisch. Also draußen ist auch einer. Oh mein Gott, Alter, die sind hier gerade alle gespawnt, Mann. Ah, Junge, das funktioniert nicht, glaube ich. Scheiße! Weiß. Ich weiß, dass der Typ nicht gut Bogen schießen kann. Lass den Typ mal so. Oh! Hedda ist hier am Start. Wir haben Schmerzmittel dabei. Wie ist die Maus gehört hier? Wird jemand die Tür aufmachen? Oh ne, die... Tschüss, so. Die dreschen da gerade... Ich kann ja von hier abschießen. Hallo. Oh, das ist so ein Dicker. Was war der denn da drin? Weiß nicht. Oh, der dreht die Tür auf. Dem helfen vielleicht? Ne, der bricht nebenan die Wand auf. Hallo?
Marcel, David! Boah, schaffst du den Rest alleine, mein Dicker, oder? Ja, da hat er es doch geschafft. Als ob. Ziemlich dicke, die halten ganz schön was aus. Junge. Oh, er liegt jetzt drauf! Mal ganz kurz zum Wasser oder so rennen. Seid ihr dabei? Nice, Mann. Noch mehr Schmerzmittel. Oh nein, ein kleines Mädchen. Oh, da ist einer. Kleines Mädchen. Kleines Mädchen sind Schreier, gell? Ach echt? Oh mein Gott, ich sehe ganz viele, ne? Nee, ich meine, also sind die ganz klein, die Mädchen, oder? Ja, ja, ja. Schreien die? Ich bin gelähmt, ja, da ja, die hat geschrien, deswegen. Komm. Da war noch mehr. Wo bist du? Stirbst, ich hab's. Bist du, Manuel? Ja, ich hab die verweste Mutter gelegt. War eine Schmerzmittel dabei. Warum kann die irgendwas Bestimmtes, oder was? Was denn? Es gibt Schreier, ja. Die schreien und spawnen dann quasi noch mehr Zombies. Ja, so wie in Infestation halt. Ja, ich glaub's. Also in Infestation haben halt die anderen Zombies angelockt in der Umgebung. Ja. Da ist jetzt noch so ein Kopftopf, Kochtopf. Aber das kleine Mädchen sieht übelst gruselig aus. Ist so, das ist wie aus The Ring ist das. Ja. Das ist genau die gleiche. Das hab ich auch gesagt. Oh oh, ich habe eine richtig gute Vermutung. Also nicht oh oh im Sinne. Der sagt oh oh, weißt du, ich denke, hier geht's jetzt voll ab, weißt du, ich bin voll bereit, schon alles gezückt, weißt du. Oh, Crack. Ich hör aber was, Crackbook, ja. Ey, wer nimmt denn sein Ding so? Aber ich glaube, hier oben ist ein verfluchter Tresor. Oh was nein, da kommt ein Kriecher. Schuss, schlag die Tür auf. Aufmachen! FBI! Sind oben immer die guten Saumale, weil du direkt hochgerannt bist. Nein, ich hab da unten alles angeguckt. Ich hab die Kühlbox geguckt. Ins Regal, dann bin ich hier hoch. Die Hütte ist eigentlich ganz cool hier so vom Interior. Ich sag, die sieht schön aus. Also die ist ja, schon, die Alter, wie viele Zombies kommen denn hier? Was ist denn da? Was da drin ist. Oh, da kommt was rein, glaube ich. Ich kümmere mich mal drum. Geht's da ein bisschen sehr lang. Warte, ich. Rucksack. Loot. Ah, da draußen ist Krankenschwester, Manuel, ne? Oh, ich hab einen eisenversteckten Knüppel gekriegt. 100 Taschen lang. Ich auch. So, ja, aber dann lassen wir... Was ist draußen? Krankenschwester. Lass sie mal ballern. Alter, sind hier viele Zombies. Das ist mir... weg. Muss eh erstmal gucken, was das skillen kann. Verdammt. Wieso gesagt, nur die mit den 10 Punkten macht Sinn zu skillen am besten. Oh, das ist Erste-Hilfe-Verband und normaler Verband. Nimm mal mit. Nice. Also wenn wir jetzt irgendwie verbluten. Hat sich gelohnt hier. Hast du eigentlich immer noch ein gebrochenes Bein? Nein, ich bin gestorben, weil ich habe eine Schiene gefunden. Jetzt komm mal mit, Dario. Ist da irgendwo noch irgendwas, oder? Ja, da oben. Da ist ein Waffenschrank. Da oben. Was? Ja. Ich will aber auch jetzt einer. Ja, komm jetzt her. Okay, Manuel. Ja. Weiß nicht. Man braucht Geduld bei sowas. Hat er einen guten Scherz auf Lager gerade, oder? Nein. Hat irgendwas ein gerade? Nein. Schade. Wie war dein Tag so, Dario? Alles in allem. Schön. Nicht so schön. 6 Punkte, ey. Das ja, das geht ja relativ schnell, da. Ich meine, das geht. Das ist wie wenn... wir in Ark irgendwo geradet haben und dann wirklich irgendwo mit unserem unser Spike an die Tür gegangen sind und die Tür weggekloppt haben. Oder den Boden. Da eigentlich genauso. Ist dauert nicht so lange, aber ich weiß nicht, ob halt das, was drin ist, sich lohnt. Ich hoffe, man für dich, sonst gibt's vielleicht mal heiße Ohren. Heiße Ohren. Meine Oma, ey. Warte! Ich gucke gerade, ich habe Spiritus dabei, das können wir dann auch trinken. Spiritus. Ah, gut. Mich gerne in den Supermarkt, aber der wird bewacht von lauter Zombies. Ja. Muffiger Rucksack. Ich hab schon 5 geknüppelt oder so, aber... Muffiger Rucksack. So, ich muss sagen, ich beende die Folge. In der nächsten Folge erfahrt ihr dann, was sich hier drin verbergen wird. Also, ich glaube, Warte mal, voll die spannenden Cuts, Alter, hey. Ja, also bis zur nächsten Folge.